So, Daniel, gemäß deinen Wunsch von vorhin habe ich jetzt die Schlüssel beim Eigentümer in diesem Heim abgegeben und deine Sachen, wie zum Beispiel das Radio und unterschiedliche Dinge, durfte die anwesende diensthabende Mitarbeiterin mir nicht aussendieren. Das muss der Steffen Gerd organisieren. Sie war eigentlich sehr traurig und hat gesagt, sie hatte zu dir einen guten Kontakt und du warst immer regelmäßig zum Essen. Und du hast mir ja erzählt vorhin, der Grund, dass du dort weggegangen bist, war Zoff mit hier nicht näher genannten Personen. Nun haben wir vorhin gesprochen, wenn ich dir also eine Unterkunft besorgen täte, ohne behördlichen Druck, die würdest du auch vorbehaltlos annehmen. Das heißt also, ich werde mich jetzt bemühen, für dich irgendwie ein Zimmer, vielleicht mit einem Balkon oder so, nicht die Treppe hoch, weil du auch nicht mehr so gut laufen kannst. Und was viel schlimmer ist, du hast Bedarf an Medikamenten, die aber zurzeit noch in diesem Haus der Hoffnung liegen. Und nun ist auch noch von unbekannter Art und Höhe Geld abgebucht worden, sodass du im Augenblick überhaupt kein Geld hast und wieder auf irgendwelche Spenden angewiesen bist. Und das müssen wir dann erstmal ausfindig machen. Und die Kollegin dort muss noch mit ihrem Chef sprechen. Und sie haben mir eigentlich schon mal so Einverständnis signalisiert, dass sie mich bei den Bemühungen, dich irgendwo ohne behördlichen Druck unterzubringen, womit du ja auch einverstanden bist, unterstützen würden. Und habe ich das jetzt richtig so wiedergegeben? Musst du jetzt nochmal antworten? Ob das so ist, okay, so wie ich gesagt habe, ne? Das ist okay. Gut. Wie du gesagt hast. Dann freue ich mich. Du kannst mich auch ohne Zeitung setzen lassen, alles. Ja. Und dann freue ich mich, dich gesund hier wieder gefunden zu haben. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil wir haben uns ja eigentlich immer gut verstanden. Aber zum Glück sind alle Unkenrufe, dass du einen Unfall hattest und vom Auto angefahren wurdest, zum Glück nicht zutreffend. Und dann werden wir mal sehen, wie wir die Sache weiter in Gang bringen. So, das war's erstmal für heute. Bis später.